irgendwie nicht so richtig ausgelastet. Ich habe irgendwie zu viel Energie und ich muss mal wieder richtig die Sau rauslassen. Und ich habe gehört, die Emil Bulls sagen, Love will fix it. Wir schauen heute mal, ob das stimmt. Wir gehen heute zu den Emil Bulls ins Täubchental und ich habe ziemlich Bock, mal wieder richtig auszuatmen. Das letzte Konzert ist ein Monat her und es wird mal wieder Zeit. Ich habe mir jetzt gerade im Zug über Kleinanzeigen ein Ticket geklärt, also genauer gesagt zwei Tickets. Zum vergünstigten Preis habe ich angeboten, ich nehme beide und versuche das eine dann vor Ort noch loszuwerden. Heißt, im Optimalfall gehe ich heute für lau aufs Konzert, treffe mich jetzt erstmal mit der Juliane und hole die Tickets ab und dann sehen wir uns wieder. Geil! Ich habe jetzt für beide Tickets insgesamt 25 Euro bezahlt. Das heißt, ich habe so oder so schon mal 13 Euro weniger gezahlt als Originalpreis. Die hat die Tickets jetzt verkauft, weil ein Kumpel von ihr krank geworden ist und sie wollte nicht alleine hingehen. Das wäre ich nicht nachvollziehen können. Also wenn ihr mal in so eine Situation kommt, geht einfach trotzdem alleine. Es ist es nicht wert, das Konzert deswegen zu verpassen. Emil Bulls, 11. Studioalbum, Love Will Fix It. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe es jetzt einmal angehört, es klang schon ziemlich geil. Es ist gestern erst rausgekommen, das heißt, wir hatten gestern Release-Konzert in Hannover und heute ist der zweite Tourstopp. Ich glaube, es wird ein wilder Abend. Aber jetzt fahre ich erstmal zum Max, wo ich heute penne. Dann werde ich was essen und noch ein Bier saufen und dann geht's zur Halle. Alter Scheiße, RB hatte heute Spiel und die sind natürlich genau jetzt fertig. Hier ist die absolute Hölle los. Alter, war das nervig, ey. Vor allem richtig nice, der Inder des Vertrauens hat vorhin noch ein paar Reste rausgestellt. Die Donuts würden sagen. Ich habe die Reste vom Inder jetzt richtig geil reingeschmaust. Habe auch nicht vergessen, meine Kontaktlinsen reinzumachen. Es ist jetzt um 7. Ich mache jetzt auf dem Weg zum Täubchental. Hoffe, dass ich das zweite Ticket noch loswerde und dementsprechend heute für Lauda reinkomme. Ich habe auf jeden Fall eh schon gespart. Und wenn ich das zweite jetzt noch loswerfe und zwar nie oder so, dann wäre es richtig geil. Wir schauen mal, was geht. Wir sehen es vor Ort. Oh, ich bin jetzt am Täubchental. Habe jetzt hier noch das extra Ticket, was ich loswerden muss. Ich hoffe, das geht relativ schnell, weil es ist arschkalt. Und jo, dann geht's los. Erstes Konzert des Jahres. Let's go. Eine Minute, 37 Sekunden später. Also, wir sind jetzt im Täubchental für lau reingekommen, sogar noch 5 Euro plus gemacht. 800 Leute werden heute ungefähr da sein. Die Emil Bulls habe ich bis jetzt zweimal gesehen. Einmal auf dem Hafengeburtstag in Hamburg 2014 oder so. Und dann einmal auf dem Big Day Out, das müsste 2017 gewesen sein. Also heute erste Headliner-Show. Supports sind Bluthund und Flash Forward. Flash Forward habe ich, glaube ich, auch schon mal live gesehen vorher als Vorband von keine Ahnung mehr wem. Täubchental, geile Location. Der Balkon ist heute nicht offen. Bierpreise liegen bei 5 Euro für 0,4 Liter. Das ist schon relativ teuer, würde ich sagen. Aber wir haben ja noch ein Dammbier dabei. Alter, die Platte sieht geil aus. Wir sind auf jeden Fall jetzt zeitig genug da, um alle drei Bands zu sehen. Aber ich hab Bock. Erstes Konzert des Jahres. Bluthund haben auf jeden Fall jetzt schon gewonnen, weil die lassen vor ihrem Auftritt einfach Hunde-related Songs laufen. Erst kam KIZ, dann kam Alexander Markus mit Hundi und jetzt kommt Who Let The Dogs Out. Machen Sie sich bereit für die vollständige Zerberstung. Ich bitte um einen tosenden Applaus für Flau Exotik und Jan Wolf von Bluthund.
Also Bluthund auf jeden Fall interessanter Support-Act. Autotune mit Breakdowns, so würde ich es mal zusammenfassen. Als nächstes Flash Forward. Flash Forward, wirklich richtig gute Band. Ich weiß nicht genau, warum ich aufgehört habe, die zu hören. War auf jeden Fall ein guter Support-Gig. Es ist gefühlt, Gott sei Dank, nicht so voll wie bei Enyo vor ein paar Monaten, wo wir das letzte Mal hier im Täubchental waren. Ich hoffe, das ändert sich jetzt auch für den Headliner nicht, weil ich hätte schon Bock, ein bisschen zu tanzen. Getanzt wurde jetzt bei den Supports noch nicht so viel, aber ich bin mir sicher, Love will fix it. Deswegen kommen jetzt die Emil Bulls und ich denke, dann wird es richtig abgehen. Tagen theoretisch eigentlich nur noch am Feiern und es ist wunderschön, dass wir dieses Geburtstagswochenende mit euch verbringen dürfen. Vielen Dank. Ihr seid herzlich eingeladen, beim nächsten Song eure Tanzschüchen zu schnüren. Und wir spielen jetzt einen Song, den wir heute zum dritten Mal erst so in dieser Kombination zusammen spielen. Man könnte sagen, wir haben unserem eigenen Album einen Geburtstagssong geschrieben und der nennt sich Happy Birthday, you are 10 to me! Ihr seid die besten Fans der Welt. Vielen Dank dafür! Dieser Song ist so geil, dass sein Titel unserem Album auch den Namen gegeben hat. Und Leute, ich hoffe, dass hier in Leipzig, in diesem Raum, ganz, ganz viel Liebe ist, denn Love will fix it fucking up! Plattenladen. Kauft euch die Platte, streamt die Platte, bis ihr Dünnschiss bekommt. Es ist für uns ein wirkliches Fest. So eine riesige Wurst.
Geburtstagsparty zu haben zum neuen Album Love the Füchse über ein ganzes Wochenende und Dankeschön. Das Jahr 2024 ist eröffnet. Junge, Junge, was ein Konzert. Der Pit war wirklich absolut Premium. Der Altersschnitt war zwar relativ hoch. Ja, ich habe ein paar Leute gesehen, die jünger waren als ich. Das hat man am Pit auch ein bisschen gemerkt. Er ist manchmal so ein bisschen eingeschlafen. Generell die Stimmung war jetzt nie die allerkrasseste. Es lag, finde ich, auch ein bisschen an der Band, so die Zwischenansagen und so. Das war alles so ein bisschen Aber der Pit war richtig nice. Es gab auch nur einen Typen, der es nicht geschafft hat, sein Shirt während des ganzen Konzerts anzulassen. Der war dann aber irgendwann weg. Es war auf jeden Fall ein richtig gutes Anschwitzen für das Jahr 2024. Kann man abschließend sagen, dass Liebe meine Unausgeglichenheit gefixt hat? Definitiv. Mir geht es viel besser. Die Liebe im Pit, die ist real und die hat mir geholfen, meine Unausgeglichenheit abzulegen. Vielen Dank an jeden, der dabei war. Wir sind morgen wieder an selber Stelle hier im Täubchental und gehen zu Prinz Pi. Da sind wir aber wahrscheinlich auf dem Balkon wegen Miris Kreuzband. Danach geht's zu Van Holzen, zu Fjord, zu Matzen, zu Blond, zu The Intersphere, zu Gold Roger. Also wir haben übelst viel vor. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne mal ein Like da. Es hilft mir gegen den YouTube-Algorithmus und abonniert den Pit Report, um weitere News, Reviews und Berichte rund um die Live-Branche nicht mehr zu verpassen. Hier noch ein weiteres Video und hier könnt ihr dem Kanal folgen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im Pit. Hoop.